Hallihallo, hallihallo und herzlich willkommen zu Part 20. Hehe, jetzt weiß ich, welche Part, sondern die letzte Part war zu Part 19. Boah, bin ich blöd. Part 20 unseres Painkiller Marathons Black Edition. Und in der letzten Folge haben wir uns am Ende durch die, also da haben wir die verlassene Fabrik beendet und sind jetzt hier in diesem Militärgelände gelandet, wo die Soldaten jetzt wirklich aus Amerika kommen, also man kennt das auch, dass sie aus Amerika kommen. Und wir haben den Weg gesucht, ich habe etwas von alten Gebäuden erzählt, was ich auch noch weiter erzählen werde. Und als ich plötzlich hier aufgenommen, also als ich hier dann hier stand und die Aufnahme gestartet habe, ist der LKW, der hier vorher stand, runtergefallen, runtergerutscht. Und dann ging dieses Tor auf. Frag mich nicht, was, ich habe nichts gemacht, frag mich auch nicht, wie das jetzt ging oder so. Es ging jetzt einfach und wir sind jetzt hier drin. Punkt! Keine Frage stellen. Painkiller ist unbefragbar. Painkiller ist einzigartig. Painkiller ist ein neuer Glaube. Naja, erzähle ich mal weiter die Geschichte. Vielleicht müssten sogar noch neue Gegner kommen. Hier kommen keine. Muss ich hier rein? Jep, muss ich. Nee, doch muss ich. Oh Gott, ich bin erschrocken. Einfach ungefragt mir in den Rücken schießen. Was soll denn das? Au! Riss dich auf. Bumm, bumm. So. Jetzt habe ich Ruhe. Also, wo war ich denn? Genau, also wir waren unten in dem Verkaufsbereich. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte wieder. In den unteren Verkaufsbereich, wo dieses makabere Zeug da lag. Diese ganzen... Hallo? Totengestecke. Was war das denn? Ich löse dich auch. Danke. Also nur die ganzen Totengestecke lagen. Ah! Ah, und löse dich auch, löse dich auch. Danke, danke, danke. Das sind die anderen Gegner lieber, die halten nicht so viel aus. Naja, wir waren also unten in diesem Verkaufsbereich. In diesem, mit dem ganzen Totenzeug. Also mit den ganzen Totengrenzen und so weiter. Das war schon zeitlich mal makaber. Da lag, glaube ich, auch ein paar Grabsteine rum. Also das war unten ziemlich gruselig. Und, genau. Und in den oberen Bereich, da waren, ja, ich würde nicht sagen, richtige Wohnbereiche. Also, man hätte es schon als, ah, ich werde ein bisschen zusammengeschossen. Da waren schon recht wohnähnliche Bereiche, das könnte man schon sagen. Als Bereich, wo die man auch als Wohn- oder auch als Verkaufsbereich an sich hätte man auslegen können. Hallo. Lass mich in Ruhe. Also man hätte sie schon an sich auch als... Oh, au, au, au! Nein! Arschloch. Naja, also man hätte sie auch an sich als Wohnbereich oder Geschäftsbereich oder so auslegen können. Und da oben lag auch so allerhand Zeug rum. Also es war an sich nicht so gruselig irgendwie. Also der obere Bereich war sogar mir lieber als der untere. Ah, ich bin übelst am Arsch. Ah, was wird denn das hier? Du bist am Arsch. Warum machen die mich hier so fertig? Geh bumm, mach bumm. Hä? Nein, drei. Hallo. Willst du mich verkackeiern? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich packe wieder meinen Gatling-Gang aus. Das ist das Einfachste. Ja. Wie gesagt, haben uns da ein bisschen erkundet, ein bisschen umgeschaut. Da waren wir auch öfters mal drin. Da. Ich mach keine halben Sachen mehr hier. Danke. Au. Hallo. Dankeschön. Boah. Krieg dich. Nee, also da waren wir auch öfters mal drin und so weiter. Und irgendwann, also haben wir unsere Gruselgeschichte, wir waren immer am Tag drin. Das muss man betonen, wir waren immer mitten am Tag drin. Also jetzt nichts von wegen, dass wir irgendwann mal abends oder so mit der Nacht da in den Mund geforscht sind. Es war immer am Tag.
weil wir wollen ja immer noch jung und haben dementsprechend auch Angst. Und danke. So, wir zur Ruhe von diesem Klappspaten. Ah ja, so oben ist ja noch einer. Danke. So. Ruhe vor Klappspaten. Das ist mir egal, dass es euch noch gibt. Seid nicht allzu gefährlich. So, auflösen. Danke. 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 Oh, das war's doch, oder? Yep, das war's. Nee, also, wie gesagt, da wollen wir auch immer während des Tages öffnen. Und irgendwann haben wir auch die Idee gehabt, dass wir da raus. Okay, hier geht's nicht raus. Hier unten vielleicht. Ja. Dass wir eine. Danke. Dass wir ein kleines Clubhaus sozusagen daraus bauen oder so, würde ich sagen. Jetzt nicht direkt. Ah! Löst dich auf, löst dich auf! Ich brauche deine Seele. Ah, was soll denn der Kack? Auflösen, 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 auflösen. Danke. So. Oh, ich krieg an dieses. Ich komme an den Zeug. Das Zeug da hinten nicht ran. Hä? Hä? Bum, 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 bum. Ha! Noch irgendjemand, der nicht genug hatte hier von mir. Von meiner Kuscheleinheit. Also, wie gesagt, also wir wollten so ein kleines Clubhaus daraus bauen. Ja, so richtig Clubhaus nicht, aber so ein Treffpunkt für uns. Wir waren auch ziemlich stolz darauf, dass wir das. Weil das hat, konnte uns keiner wegnehmen. Das war so unser Rückzugsort. Da haben uns etwas, wie gesagt, darin auch getroffen. War auch ziemlich ganz cool. So ein eigenes Rückzugsörtchen zu haben, was uns keiner wegnehmen kann. Und da haben wir auch. Wir haben dann mit der Zeit angefangen, das auszuarbeiten. Da haben wir das ganze Schutt ein bisschen rausgetragen, uns überlegt, wo wir was hinbauen und so weiter. Haben uns Bretter besorgt. Hier brauche ich doch. Muss ich hier runterspringen? Anscheinend ja. Der Rakete übrigens. Ja, ich muss hier runterspringen. Wir haben uns einige Bretter besorgt. Ah! Stirb! Ich laufe mir hier außen rum. Kriegt die nicht mit, sicherlich. Ha! Hab ich euch erschrocken! Hab ich euch überfallen, hä? Damit hättet ihr nicht gerechnet. Nicht hättet ihr damit gerechnet. Jetzt? Die Musik ist übrigens ganz cool. Ne, wie gesagt, da haben wir ein paar Bretter besorgt und. Ujo. Und, boah, das ist ein geheimer Gegenstand. Und jetzt? Das ist die Rakete, toll, oder? Nee. Bomben kann ich auch nicht machen. Ist ja cool, wenn man darauf schießen müsste, ich Game Over. Was die Menschheit zerstört. Nee, aber, was weiß ich, genau, da haben wir Bretter besorgt, haben ein bisschen rumgewerkt, haben den ganzen Schutt entfernt und, hat auch, wie gesagt, eigentlich, hä? Ach, da hoch muss ich. Eigentlich viel Spaß, oh Gott, wie viele sind das? Weg da! Leck mich! Und meine Framerate macht AA. Danke. Ich find's aber cool, dass die erstmal lachen und dann erst schießen. Solche Leute sind mir eigentlich immer sympathischer. Da unten ist ja einer. Muss ich jetzt auch abknallen? Weil du so blöd bist, hier oben an deinem Platz zu stehen. Au. Die tun irgendwie extra weh. Hier muss doch noch einer sein. Nee, doch nicht. Da hoch. Meine.
Und das ging auch so eine Zeit lang, dass wir da, also wir haben nicht viel geschafft, also wir waren ja immer noch klein, hatten auch noch viel mit Schule zu tun. War auch ziemlich lustig mit dem ganzen rumgebastelt zu sagen. Und wir haben aber, wir wollen uns aber auch nicht irgendwie bewusst irgendwas falsch zu machen. Hallo? Ah! Ich wusste, dass du ein Gegner bist. Der sich da drinnen versteckt hat. Komm. Danke. Ein Seelchen für mein Bielchen. So. Da hinten sind die anderen. Wie gesagt, wir wollen uns da keine Strafe oder keinen Fehler bewusst oder so, ey. Wir waren jung, wild und unerfahren. Jung, wild und unerfahren. Der größte Witz aller Zeiten. Ah, oh, da hinten ist ja noch so eine hässliche Kanone. Ah, zwei sogar. Bum, bum, bum. Ah, Panzer! Seit wann fahren die Panzer? Ah! Ah! Ich bin kurz vorm Exitus. Das ist vorbei! Bitte sag, dass es vorbei ist. Warum schicken die Panzer? Was soll denn der Scheiß? Nee, also wie gesagt, wir wollen uns keiner einzigen Strafe oder so bewusst. Wie gesagt, wir waren ja auch recht jung. Und... Ah, falsche Waffe. Die wollte ich. Und, haben da fröhlich weitergearbeitet. Was tust du hinter mir? Und eines Tages, als wir auch wieder dort waren, also wir haben auch vielen weiteren Freunden eigentlich davon erzählt gehabt. Es haben immer mehr Leute da mitgemacht. Und irgendwann, eines Tages, als wir wieder daran gearbeitet haben, stand plötzlich ein werter junger Mann hinter uns. Egal. Ein werter junger Mann hinter uns, der mit dem Telefon gewunken hat und gesagt hat, wenn wir jetzt nicht aus diesem Gebäude rausgehen, ruft er die Polizei, da wir uns in einem verbotenen Gebäude aufhalten und das ganz schlimm sei und blablabla. Und seitdem sind wir eigentlich nicht mehr dort gewesen, weil wir Angst hatten, dass der Chief wiederkommt und uns ein wenig erschreckt. Die Gläser sind sehr komisch. Das Glas sieht sehr komisch aus. Uns ein wenig... Ah, meine Framerate macht wieder... Tschüssi. Wie ist meine... Hallo. Also hat uns ein wenig Angst gemacht, weil wir halt... Weil er gesagt hat, die Telefon gewonnen hat, er ruft uns die Polizei, bis er sagt uns den Eltern Bescheid und so weiter und so fort. Weil es ja böse ist und so weiter. Und deswegen sind wir auch nie wieder dort gewesen, weil wir auch wirklich riesen Angst hatten. Also eine richtige riesengroße Angst, dass er das, was er gesagt hat, wirklich in die Tat umsetzt. Und, na, ich sehe euch. Ah! Euch wollte ich jetzt nur nicht haben. Die anderen sind mir deutlich lieber. Boom. So. Auflösen. Danke. Und Strom. Ah. Und meine Framerate. Das ist manchmal lustig. Manchmal habe ich eine ibis tour Framerate und dann habe ich ein bisschen niedrige. Sehr mysteriös. Jetzt ist sie auf 185, wenn ich hier bin, ist sie auf 30. Nee, ist auch wieder auf 100. Ja, mysteriös. Genau. Ja, und das war eigentlich meine Geschichte von meinem Austritt in einem verbotenen Gebäude. In einem Haus. Was abrissfähig ist. Also es wird nicht abgerissen oder so. Später schon. Also, das war auch Jahre später. Da habe ich auch schon nicht mehr dort gewohnt. Oh, Entschuldigung. Habe ich auch schon nicht mehr dort gewohnt. Also Jahre später war das Haus dann aber auch wirklich abgerissen worden. Das ist jetzt Brachland, glaube ich. Ist auch nicht mehr. Da ist auch jetzt nichts mehr großartig. Außer Brachland.
Und meine Framerate spinnt rum. Kann das sein, dass es Fraps ist? Frapse. Frapse, Schafse. Und, ja. Also, wie gesagt, das war meine Geschichte. Und jetzt sonst in irgendwelchen anderen Gebäuden war ich jetzt nicht. Ich war mal mit anderen Freunden noch in einer geschlossenen Ethika. Also der bisher geschlossene Kaufhall. Also, die haben ja auch ein Standarddesign. Ah, das saß ich bloß auf diesem Steinzaun rum. Und die anderen sind dort in die Lagerhalle, die auch, die offen stand, reingegangen. Ich saß bloß draußen rum, hab mich umgeschaut. Hatte da auch keinen Bock drauf reinzugehen. Aber war ich vernünftiger. Früher war ich ein bisschen wilder drauf. Und, ja, und von euch möchte ich jetzt gerne wissen, wie, was ist eure Geschichte? Was ist eure, eure Geschichte zu einem, verlassenen Abrisshaus sozusagen, wo ihr natürlich rein durftet, wie gesagt, also rein durftet in Ausführungsstrichen, nicht was abgesperrt ist oder wo ein Schild draußen steht, von wegen betreten, verboten und so weiter. Also das bitte nicht, kein Hausfriedensbruch hier in den Kommentaren schreiben. Also schreibt einfach mal allgemein in den Kommentaren. Oh, ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden. Fuck. Ah, scheiße. Ah, falsche Taste. Warum müssen die Panzer fahren? Ja, zwei Panzer. Warum haben die Panzer die Arschlöcher? Meine Seelen, meine Seelen, meine Seelen. Eigentlich wollte ich die Folge schon längst beendet haben. Hätte wohl nicht sein sollen, ne? Naja, aber hier, jetzt beende ich die Folge. Und zwar, das war Part 20 unseres Painkiller-Marathons. Und schreibt bitte in die Kommentare, eure Geschichte würde mich sehr interessieren. Und vielleicht können wir ja diskutieren, was ihr von solchen Abenteuern hält. Also, meine Freunde, das war's und bis dann. Ciao.